Welchem Wort sollten wir die Zitrone des Abends verleihen? Welches Wort haben wir heute am öftersten gehört? Bingo! Aber reden wir zuerst über wichtige Dinge. Gibt's Gott? Das ist eine Frage. Ich frage Sie jetzt einmal was zuerst. Gibt es Gott? Ganz egal welchen. Ja, ganz egal. Gibt es Gott? Wer ist für Ja? Okay. Danke. Wer ist für Nein? Wunderbar, jetzt wissen wir's. Jetzt wissen wir, wer für Ja ist und wer für Nein. Wunderbar. Die einzige richtige Antwort auf die Frage nach Gott kann doch nur sein, ich weiß es nicht. Weil alles andere ist Nachgeplappere vom fremden Wissen. Von Meinungen, die man im Kopf hat, ja, mit denen man hirnschwanger ist. Jetzt hier zu behaupten, ich weiß es nicht, sei die einzig richtige Antwort auf die Frage nach Gott, ist eigentlich nichts anderes wie ein Zeichen von Arroganz meinerseits. Haben Sie es richtig erkannt? Ja? Ich könnte genauso gut sagen, es gibt keinen Osterhasen. Und wer traut sich das sagen, da herinnen? Wer hat hier den Mut und die Eier, passt beim Osterhasen, aufzustehen und laut zu sagen, es gibt keinen Osterhasen? Scheißt euch auch gerade ein bisschen? Ja? Naja, Moment einmal, aber Osterhase, also aus meiner Sicht gibt es keinen Osterhasen. Okay, aus Ihrer Sicht. Es geht aber bei dieser Frage nicht um Ihre Sicht auf den Osterhasen. Niemand interessiert jetzt Ihre Sicht auf irgendetwas. Ich will ganz einfach wissen, gibt es einen Osterhasen oder gibt es ihn nicht? Nein. Ja? Nein? Ich weiß es nicht. Ja. Sobald ein einziges Kind auf diesem Planeten an den Osterhasen glaubt, existiert das innere Bild des Osterhasens in unserem Universum. Und jeder, der dann sagt, es gibt keinen Osterhasen, ist eigentlich nichts anderes wie ein Christkindl, aber nicht daran glaubt. Es gibt keinen Osterhasen. Da könnt ihr ganz genau so behaupten, es gibt keine Frau Holle. Das kann ich nachlesen. Das steht schwarz auf weiß geschrieben in den Gebrüdern Grimm. Jetzt schaut es mich gerade so an, wie meint ihr das jetzt alles ernst? Ja. Weil es nicht um den Osterhasen geht. Es geht ja nicht um die Frau Holle. Es geht nicht um Gott. Es geht letztlich um Weltbilder. Es geht um Bilder, die wir in unserem Kopf herumtragen und sozusagen als die einzig gültige Wahrheit annehmen. Aus naturwissenschaftlicher Sicht, und das wird Ihnen wahrscheinlich sehr nahe sein, möglicherweise da, ja, ist das Universum vor 14 Milliarden Jahren durch den Urknall entstanden. Da ist wahrscheinlich einer dabei gestanden, ja, da jetzt hat es geschäbert, das könnte der Urknall gewesen sein. Ja. Aus theologischer Sicht hingegen hat Gott damals gesagt, es wird dann bitte Licht, jetzt habe ich schon dreimal gesagt. Ja. Was ist richtig, was ist falsch? Beides ist richtig. Beides ist falsch. Klar, die Geschichte von Adam und Eva hat sich ein menschliches Gehirn ausgedacht, keine Frage. Ja? Aber auch die Hypothese über die Entstehung der Arten beruht ja ihrerseits wiederum nur auf Fragen, die ein menschliches Gehirn gestellt hat. Das heißt, es gibt kein Wissen. Es gibt immer nur ein Glauben. Aber die Wissenschaftler glauben ja, dass sie die richtigen Fragen stellen. Weil was ich nicht frage, auf das gibt es keine Antwort. Jetzt geht davon aus, dass wir hier herinnen wahrscheinlich ein ähnliches Weltbild teilen werden. Sonst wären sie wahrscheinlich nicht da, sonst wären sie bei einer anderen Veranstaltung. Aber das kann man auch gerne überprüfen, das ist keine Frage. Wenn ich jetzt hier eine Aussage treffe, dann passiert in Ihnen etwas, entweder Sie identifizieren sich damit, oder Sie sagen, na, Blödsinn. Weltfremd. Ihr könnt das gerne ausprobieren. Passen Sie auf, ich sage jetzt was, Sie lassen es in Ihnen reifen und bilden sich Ihre Meinung dazu sozusagen. Ja? Erst, wenn der letzte Baum gerodet, wenn der letzte Fisch gefangen, wenn der letzte Fluss vergiftet ist, wird der Mensch bemerken, dass man Geld nicht essen kann. Wer kann damit irgendetwas anfangen? Wer kann sich damit identifizieren? Okay, 73,4%. Na, da bin ich sehr gut im Prozentschätzen. Ja? Jetzt frage ich was anderes.
Wir haben diesen Planeten nicht von unseren Vorfahren geerbt, wir haben den doch nur von unseren Kindern geborgt. Wer kann damit was anfangen? Etwas weniger, war auch komplizierter, keine Frage. Ja. Nehmen wir was Leichteres. Lieber tot als langsam fahren, wer kann damit was anfangen? Naja, ein Mandat kriegt man zusammen, schaut euch was an. Ja. Hängt die Grünen auf, solange es noch Bäume gibt. Wer kann damit was anfangen? Okay, das ist relativ eindeutig wunderbar. Jetzt wieder was anderes. Wer von Ihnen glaubt in allen Ernstes, dass unsere Kinder, also die nächste Generation, einmal leichter haben wird als wir? Wer glaubt denn das noch? Da man mehr für besser tot als langsam fahren, muss man ganz ehrlich sagen. Okay, jetzt frage ich was anderes. Wer hingegen ist der feste Überzeugung, dass unsere Kinder auch unter dem Verhalten, was wir seit Jahrzehnten hier an den Tag legen auf diesem Planeten, zu leiden haben werden, dass die es ausbaden müssen, dass sie leiden werden? Wer glaubt es? Na, alle Achtung, das waren weit über 80%. Ja. Jetzt nur, weil es mich interessiert, wer von Ihnen hat Kinder oder wer kann sich vorstellen, dass er mit Kindern haben wird? Ja? Haben die jetzt ein paar doppelt aufgezeigt? Heißt das jetzt, dass Sie trotz Ihrer festen Überzeugung, dass die Kinder leiden werden, trotzdem Kinder in die Welt gesetzt haben oder es planen, Kinder in die Welt zu setzen? Heißt das, dass Sie sehenden Auges ganz bewusst Leid erzeugen werden auf diesem Planeten? Heißt es das? Offenbar. Warum das so ist, da gibt es eine wissenschaftliche These, die ist Ihnen vielleicht bekannt, Sie studieren ja. Steht der Schwanz, steht das Hirn. Ja, da lacht man, gell? Ja, ja. Ich war bei meiner geliebten Frau, waren wir voriges Jahr zu Fronleichnam, waren wir in Hamburg, ja, mit Freund Hamburg ausschauen. Und da ist so ein bunt bemaltes Wohnmobil auf der Straße gestanden. Und auf diesem Wohnmobil, das war so ein richtiges Hippie-Wohnmobil, so bunt angemalt. Ja, und da ist ein Spruch drauf gestanden, da hat sich offenbar selber mit dem Pinsel drauf geschrieben. Da ist oben gestanden, achte immer darauf, was du denkst. Denn das, was du denkst, das wird irgendwann mal zu deinen Worten. Deine Worte werden dann letztendlich zu deinen Taten. Deine Taten, die werden zu deinen Gewohnheiten und deine Gewohnheiten werden dann zu deinem Charakter. Das ist ein schöner Satz, klingt sehr plausibel. Es fehlt aber was Entscheidendes. Ja? Weil der Mensch handelt nicht, wenn er denkt. Steht der Schwanz, steht das Hirn. Da gibt es in uns ein System, das wirklich handelt. Ja, das sind unsere Emotionen, das sind unsere Erinnerungen. Ja. Ich werde Ihnen jetzt was zeigen. Und das hat nichts mit unserem Denken zu tun. Ja. Wir können uns die Welt schön denken, wir können uns schön reden, manche versuchen sie schön zu saufen, was auch fallweise gelingt, manchmal nicht. Ja. Aber es ist viel wichtiger, ist etwas ganz was anderes. Ich habe etwas für Sie mitgebracht. Ja. Das ist Information. Ich habe Informationen mitgebracht. Ja. Über die brauchen Sie nicht einmal nachdenken. Ja. Das ist Information. Okay? Jetzt meine Frage. Warum verziehen Sie jetzt das Gesicht? Wer hat hier von der Zitrone geschleckt? War es ich oder waren Sie? Ist trotzdem in Ihnen ein saures Gefühl entstanden? So in der Pappen, so dass der euch kommt. Haben Sie das gerade? Das heißt, es ist mir gelungen, durch mein Denken, durch das, was ich mir ausgedacht habe, ist es mir gelungen, Gefühle in Ihnen zu erzeugen. Ein ganz klar definiertes Gefühl. Das heißt, die Kontrolle haben über die Information, die haben nicht die Kontrolle über das Denken, die haben dann letztendlich die Kontrolle über unsere Gefühle. Das ist auch der Grund, warum die Politik so geil drauf ist, dass so viel beim ORF zum Mitreden haben, da geht es nicht darum, dass die gute Serien sehen wollen, da geht es um die Information.
Jetzt frage ich Sie noch was ganz was anderes, ja? Weil Sie ja informiert sind. Ja? Was ist in Ihrem Weltbild gesünder? Ja? Ist eine Tiefkühlpizza Sizilianer mit Tomaten, Käse, Zwiebel, Speck, Mais, Peperoni? Oder ist es ein Hildegard von Bingern, Früchte, Müsli, gesüßt mit Honig? Wer ist für die Pizza, dass das gesünder ist? Wer ist fürs Müsli? Okay, wunderbar. Wir diskutieren immer, ja? Bei solchen Veranstaltungen ist es immer das Gleiche eigentlich. Wir diskutieren immer über das Was. Ja? Was ist jetzt richtig, was ist falsch? Wir diskutieren aber sehr selten über das Wie. Oder über das Wie viel. Und das ist die entscheidende Frage. Man ist jetzt die Frage, was ist besser für unsere Umwelt? Ja, ist es ein Elektroauto, ein modernes Elektroauto? Ja, oder ist es ein alter Citroën BX? Baujahr 1992 mit 208.000 Kilometer, Diesel, wo schwarz hinten rausraucht. Was ist besser für die Umwelt? Was glauben Sie, wer ist für das Elektroauto? Wer ist für den Citroën? Den alten? Ah, interessant, doch. Warum sind Sie für den Citroën? Genau, weil der muss nicht mehr produziert werden. Den gibt es schon. Aber wenn man mit einem alten BX fährt, wo es hinten ausraucht, hat man ein schlechtes Gefühl. Weil in uns durch Information ja, ein Gefühl entstanden ist, das man haben muss, wenn ich mit einem alten stinkenden Dieselauto fahre. Ja, und wenn ich jetzt mit dem neuen BMW i irgendwas Elektroauto fahre, na, dann bin ich ein guter. Ja, und jeder, der stinkenden Citroën-Auto, ich hatte ja mit einem stinkenden Auto, das habe ich nicht so was. Ja. Selbstverständnis automatisch drüber. Ja. Weil es in unserem Kopf nur eine Idee drinnen ist. Ja. Wenn Sie jetzt gesagt haben, dass das Elektroauto sicher besser ist, ja, dann sind Sie Teil unserer Wirklichkeit. Die Wirklichkeit aber ist eigentlich nichts Reales. Ja. Es gibt zwei Dinge, die, glaube ich, uns beherrschen, uns als Menschen auf diesem Planeten. Das ist die Welt, wie sie ist, bezeichne ich es immer. Ja. Was ist das, die Welt, wie sie ist? Ja, jetzt sage ich mal, jetzt lege ich die Zitrone da her, das ist jetzt die Welt, wie sie ist. Ja? Da lege ich die Karte runter, das ist jetzt unsere Wirklichkeit. Ja? Die Welt, wie sie ist eigentlich nichts anderes wie die Welt, in der sich der Mensch über abertausende Jahre zurechtfinden musste. Ja? 95% unserer Menschheitsgeschichte befanden wir uns genau da drinnen. Ja? Das ist die Welt. Jenseits von unserem Denken, man kann auch das Leben dazu sagen, man kann auch die Natur sagen, ganz egal, wie man das bezeichnet. Ja. Es ist keine heile Welt, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, das ist super, das ist die heile Welt und das ist da geschissen. Nein. Es ist keine heile Welt, es ist eine oft ungerechte, oft sehr, sehr grausame Welt. Ja. Aber es ist die Welt, in der es kein Gut gibt und kein Böse. Also den bösen Wolf, den haben wir erfunden. Das ist etwas, was wir erfunden haben. Der Wolf ist der Wolf, der ist weder gut, der ist noch böse. Die Welt ist, wie sie ist. Da ist nichts zu beurteilen, nichts zu verurteilen, schon gar nicht von uns. Ja, das ist eben die Welt jenseits von unserem Denken. Ja, das ist unsere Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist eigentlich ein durch unser Denken erzeugte Realität. Das ist das in der Rahmen, der Raum, in dem wir uns gerade befinden. Ja, und vielleicht ist das Dilemma auch, in dem der Mensch steckt, dass wir die Möglichkeit haben, durch unser Denken eben eine Realität zu erzeugen. Dummerweise aber die durch unser Denken erzeugte Realität massiven Einfluss hat auf unser Denken. Das nennt man Dilemma. Da beißt sich die Katze in den Schwaf. Jetzt nichts gegen das Denken. Ja, nachdenken kann sehr sinnvoll sein, ich muss nicht immer entscheiden, worüber nachdenken macht es Sinn und worüber eigentlich nicht. Und um das entscheiden zu können, muss ich einfach mal darüber nachdenken, worüber es Sinn macht, nachzudenken und worüber nicht. Jetzt könnten wir hier gemeinsam nachdenken, ob es Sinn macht, darüber nachzudenken, ob es darüber nachzudenken Sinn macht, worüber nachzudenken es Sinn macht. Merken Sie, was ein Dilemma ist. Ja? Das heißt, in der Welt, wie sie ist, da sind wir eigentlich alle Menschen. In der Wirklichkeit sind wir plötzlich Personen, da sind wir plötzlich User, da sind wir Consumer. Aber was wir jedenfalls irgendwann mal sein werden, ist
Ein Kostenfaktor, manche sind es jetzt schon. Ja? Das heißt, die Welt, wie sie ist die Welt des Seins und die Wirklichkeit, das ist eigentlich die Welt des Habens. Ja? Also das ist die Welt, wie sie ist, das ist die Wirklichkeit. Ja? Das ist das Leben. Ja, jetzt frage ich Sie, hat irgendeine Frage heute viele, ich hoffe, die stört es nicht. Aber dann noch bleiben Sie ein bisschen wach, müssen Sie mitdenken. Was sagt das Handy dazu? Weil Sie das Gerät gerade eingeschaltet haben, ich habe eine große Bitte, machen Sie jetzt Folgendes. Sie verwenden das ja gerade. Was haben Sie denn da? Was tun Sie denn da gerade? Sie schauen mich jetzt am Handy an. Ja. Wäre Ihnen in den Sinn gekommen, mich real anzuschauen auch, oder wäre es eher unangenehm schon? Ist noch zu ertragen. Okay. Aber weil Sie es gerade eingeschaltet haben, jetzt habe ich eine Frage an Sie. Ja, weiß irgendjemand von Ihnen, wie lange der Flug zum Mond gedauert hat? Weiß das jemand? Weiß das irgendjemand? Es war Apollo 11, ich glaube, ich muss nicht. Sie wissen das? Drei Tage, sind Sie sicher? Sie glauben, dass der Flug zum Mond. Okay, jetzt schalten Sie, haben Sie aktiviert? Googeln Sie mal das, es ist ganz einfach. Googeln Sie mir bitte Dauer, Flug zum Mond, wenn Sie das haben, sagen Sie was bitte. Ja. Der Mensch bewegt sich immer zwischen der Welt, wie sie ist, und zwischen unserer Wirklichkeit. Ich habe das Gefühl, vielleicht irre ich mich, dass wir uns immer mehr und auch immer schneller von dem, was wirklich ist, entfernen. Ja, und immer mehr in diese künstlich geschaffene Realität verschwinden. Ich meine jetzt nicht virtuelle Welt, ja? Ich meine das, was rund um uns so ist. Ja? Dass wir immer mehr da drinnen förmlich verschwinden und immer mehr den Bezug dazu verlieren. Außer, wenn das Leben, das wir eigentlich sind, zeigt, hoppla, mich gibt es auch noch. Aber immer nur in Form von Störungen. So kann sich das Leben heutzutage noch bei uns bemerkbar machen. Und das tut es ja auch. Nicht? Hat irgendjemand von Angst, dass er eines Tages sein Leben verlieren könnte? Das wollte ich eigentlich vorher fragen, bevor die Dame. Haben Sie schon gegoogelt? Was ist zu langsam? Das ganze Internet ist zu langsam, trotzdem haben Sie es geschafft. Es ist zu langsam. Ja? Hat wer ein schnelleres Internet da? Ja? Sie wissen es. 8 Tage, 3 Stunden und 18 Minuten. Hin und, achso, Sie haben ja auch hin und, ist das hin und zurück? Ist es hin und zurück? Nein. Was? Flugdauer. Na, aber hin und zurück. Ich müsste eigentlich, müsste hin und zurück sein, sonst wären Sie ja noch dort. Also eigentlich, ja. Es ist nicht toll, wenn wir in unserer Wirklichkeit ganz einfach hergehen können und hier ein Gerät haben und ich will wissen, Flug zum Mond, zack, und schon, zapp, 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 weiß ich es. Ja? Und jetzt frage ich Sie, wie lange hat der Flug zum Mond wirklich gedauert? Weil wir gehen immer davon aus in unserer Wirklichkeit, dass hier alles schon da ist. Ja? Dass es schon existiert, dass es real ist. Ist es aber nicht. Weil von der Idee weg, wir könnten irgendwann einmal eines Tages auf den Mond fliegen, rein technisch, bis zu dem Moment, wo da dann ausgestiegen ist und gesagt hat, googeln Sie nur immer. Das werden Sie nicht finden, was ich jetzt sage, das steht doch nicht drinnen. Bis du dann aussteigst und sagt, fuhr das schier, fliegen wir wieder heim, hat es 35 Jahre gedauert insgesamt. Da war ich Mineral auch dort, wissen Sie, was ich meine? Ja. Obwohl, das hätte ich nicht wirklich. Er geht ja bergauf. Dafür ist relativ wenig Gegenwind, glaube ich. Ja, wie auch immer. Also dann, ich schweife ab. Ja, der Mensch also ist immer zwischen diesen beiden Welten, zwischen der Welt, wie sie ist, und der Wirklichkeit. Ja. Und scheinbar hat der Mensch ein Problem mit der Natur. Ja. Weil wir haben eine eigene Natur, das ist die Natur des Menschen. Was ist die Natur des Menschen? Was ist unsere Natur? Ist es das Streben nach Glück? Möglicherweise, oder? Weil man möchte doch seine Situation, falls notwendig ist, verbessern, oder? Wenn ich jetzt behaupte, hier ist das Glück, ja, und hier ist das Unglück, also da ist Leiwand, da ist Arsch, dann sagen wir immer, ich muss es manchmal übersetzen, weil auch per Video, praktisch mitgefühlt, dass die auch verstehen, dazwischen bewegen wir uns doch immer als Mensch, oder? Machen wir es mal ein bisschen glücklicher, machen wir es mal unglücklicher, das ist immer, ja.
Jetzt, wenn ich Sie frage, wo befinden Sie sich in Ihrer momentanen Lebenssituation gerade? So zwischen Glück und Unglück. Wo würden Sie sich einschätzen? Ich stehe ungefähr in der Mitte, jetzt deuten Sie mal dort, wo Sie sind. Richtung Glück. Du sagst einfach halt. Ist okay. Gut, wunderbar. Wo befinden Sie sich gerade in Ihrer gesamten Lebenssituation? Wenn Sie so sagen, wo ist mein Stand da drin? Geh wieder zurück in die Mitte. Oh ja, sicher, ja. Auch. Okay. Gut. Wo wollen Sie zukünftig hin? Ja, wo wollen Sie hin? Doch auch. Ja, das ist voll, dafür braucht man sich nicht genieren. Das ist was Leben, das Leben will inmitten von anderem Leben, das auch Leben will. Es möchte, falls notwendig, seine Situation verbessern. Das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich sogar, weil ich plapper das ja noch nach, Sie haben das wirklich gelernt. Wenn man eine Schale hat, wo Einzeller drinnen sind, also Wasser, da sind Einzeller drinnen, man erwärmt diese Glasschale auf einer Seite, werden, glaube ich, im Mikroskop alle Einzeller Richtung kaltes Wasser schwimmen, oder? Sie suchen ihr Glück im kalten Wasser, um zu überleben. Das heißt, Leben an sich handelt eben immer aus Eigennutz. Das klingt jetzt für uns furchtbar dramatisch, ja, und egoistisch, ist es aber auch. Ist es auch. Ja. Muss aber nicht schlecht sein. Wenn ich nach Glück strebe und dabei niemanden schade, was soll's? Ist doch vollkommen egal, oder? So handelt zum Beispiel der gute Christ aus Nächstenliebe. Er handelt aus reinem Eigennutz. Ja. Weil was möchte er damit? Er möchte dadurch seine Situation verbessern. Nicht im Diesseits, aber im Jenseits. Weil er eben gierig ist. Der Christ ist gierig auf das Himmelreich. Von der Idee von Himmelreich, darauf ist er gierig. Zugleich hat er Angst vor der Hölle. Also er ist bereit, sich manchmal das Leben zur Hölle zu machen, um nicht in die Hölle zu kommen. Das ist auch, also da pokert man sehr hoch, aber Mut kann man eben nicht wirklich kaufen. Also wenn ich nach Glück strebe und ich schade damit niemanden, ist es gut. Ja. Nur können wir heute noch wissen, wenn wir nach Glück streben, ob wir irgendjemandem schaden? Sind nicht die ganzen Systeme viel zu groß, dass man erkennen kann, ob ich damit Schaden anrichte? Ich glaube nicht, dass wir noch die Kontrolle drüber haben, oder? Dann werde ich noch eine Möglichkeit, wenn wir, das ist ja das Dümmste, was der Mensch kann, was alles andere, was lebt, wahrscheinlich nicht kann. Wenn wir schon wirklich am Glück anstehen, so praktisch so ganz beim Glück schon sind, haben wir die Möglichkeit zu sagen, da geht noch mehr. Dank unseres Denkens. Das heißt, wir machen uns unglücklicher und müssen uns wieder bemühen, dass wir dann ein bisschen, bis zur Kante, ein bisschen, geht schon noch. Und dann müssen wir uns wieder bemühen. Ja. Was heißt das? Der Mensch ist blöd. Ja. Also das ist die Natur des Menschen. Und diese Natur des Menschen, das ist nichts Außergewöhnliches ist, eigentlich, die hat dem Rest der Natur, und da gibt es eben eine andere Natur außer von uns, das muss man leider akzeptieren, den Kampf angesagt. Und dieser Kampf gegen die Natur, das war eigentlich bis vor nicht langer Zeit, glaube ich, ein relativer Approach da. Das muss man ganz ehrlich zur Kenntnis nehmen. So Sachen wie erfrieren, verhungern, gefressen werden, Seuchen, ja, war für uns als Menschen immer normal. Ja. Also irgendwas hat dann immer unseren Freiheitskampf gegen die diktatorische Macht der Natur, wie wir das manchmal empfinden, dann gebremst. Ja? Und dann aber, und das ist wirklich noch nicht lang her, kam plötzlich neues Kriegsmaterial in unsere Hände. Ja? Das war zuerst einmal die Kohle und dann auf einmal war es das Erdöl. Und genau von diesem Zeitpunkt an, ja, wurde die Blunze, wie man so schön sagt, verkehrt gefühlt. Ja? Wir konnten endlich das tun, was uns unser Gott auch immer aufgetragen hat, Macht durch die Natur zum Untertan. Ja. Seit diesem Zeitpunkt konnten wir wachsen, wir konnten nicht gedeihen, aber wir konnten expandieren. Und das Problem mit der Natur ist plötzlich, und das ist nur, um das zu verstehen, das ist einzigartig in der Menschheitsgeschichte. Wir sind, ich glaube jetzt wirklich fast die erste, oder vielleicht schon die zweite, die schon ein bisschen früher mitgedacht haben, Generation, die es am eigenen Leib erfährt, dass das Problem mit der Natur ein vollkommen neues geworden ist. Die geht uns nämlich aus. Zumindest haben wir das im Kopf. Die Natur, die geht uns aus. Und das absurderweise, wo es immer mehr Natur gibt. Im Supermarkt. Da gibt es ja schon Natur pur. Ja? Also unverfälschte Natur, das hätte es früher nirgends gegeben. Die Natur pur, also die am Apfelsaft, die geht uns nicht aus. Das ist schon ganz klar. Die brauche ich nur draufdrucken. Dann ist wieder alles gut. Ein Gütesiegel, Bio, Fairtrade, irgendwas draufdrucken. Und schon ist wieder alles gut.
Ja? Nur mit dem Rest von der Natur wird es eng. Und daher haben wir jetzt begonnen als Menschheit, ja, eigentlich fast global ist dieses Phänomen zu erkennen, haben wir beschlossen, diesen Planeten zu retten. Wir retten gerade einen Planeten. Wir. Jetzt schauen Sie noch mal selber an im Spiegel. Nockert, wenn keiner dabei ist. Und stellen Sie sich die Frage, was kann ich von einer Spezies erwarten, die es nicht zustande bringt, den Körper, den eigenen, gesund, funktionstüchtig und sauber zu halten. Dass die einen ganzen Planeten retten. Nebenbei retten wir das Klima auch noch. Jetzt soll man das Klima dann auch noch schützen. Ja? Das Klima braucht niemand schützen. Schon gar nicht wir. Das ist ganz genauso, wie wenn die befruchtete Eizelle der Mutter erklärt, wie man einen Apfelstrudel macht. Ja? Das ist Selbstüberschätzung, das ist menschliche Hybris. Ja? Aber Fakt ist, jetzt werfe ich Ihnen gleich wieder ein paar Zahlen an den Kopf, weil es ja immer so bei Vorträgen üblich ist, dass man Zahlen auf den Tisch legt. Ja? Mit Zahlen probieren wir ja die Welt zu erklären. Wenn wir mit den Worten in die Bredouille kommen, dann werfen wir uns gegenseitig Zahlen an den Kopf. Ja? Statistiken, ja? Durchschnittsverbrauchswerte, ja? Energieverbrauch, ja? Irgendwelche Zahlen. Ja? Weil mit Zahlen kann man plötzlich Objektivität vortäuschen. Ja? Weil Zahlen lügen nicht. Zahlen sind objektiv. Nichts gegen Mathematik, verstehen Sie mich nicht falsch. Ja? Mathematik ist eine sinnvolle Wissenschaft, keine Frage. Ja? Wenn ich mich dafür interessiere, sonst nicht. Ja? Warum wir die Kinder damit quälen, weiß ich nicht. Klar, es ist sinnvoll, wenn ich weiß, dass 2 ganz einfach jetzt weniger ist als 3 und 3 ist eben mehr als 2. Das ist sinnvoll. Ja? Gefährlich wird es dann, wenn ich die Idee im Kopf habe, dass 3 auch besser als 2 ist. Weil wir glauben, dass mehr besser ist. Und das ist die Zeit, in der wir leben. Das ist unser Weltbild momentan. Das Mehr ist prinzipiell immer besser. Ja? Relativiert sie. Bei Watschen zum Beispiel, bei einer richtigen Watschen reicht der eine, brauchst du die zweite, danke, kannst du sparen. Ja. Brauche ich eigentlich, ist nicht mehr wirklich notwendig. Ja? Also wir probieren die Welt durch Zahlen zu erklären. Und das werfe ich dann auch Zahlen auf den Kopf. Wir haben uns seit der Geburt von Kennedy und meiner Geburt, das ist im selben Jahr zusammengefallen, unabhängig voneinander, ich kenne den Herrn nicht, haben wir uns auf diesem Planeten verdoppelt. Okay? Das hat es noch nie vorher gegeben, die Möglichkeit hat es noch nicht gegeben. Ja? Hängt alles mit der fossilen Energie zusammen. Zugleich verbraucht aber jeder von uns also immer mehr an Energie. Ja? Also es wird sich wahrscheinlich irgendwann einmal verdoppeln. Also Sie brauchen nur ganz einmal nachdenken. Nicht? Also wenn jeder Chines, der bis jetzt mit dem Radl in die Hocken gefahren ist, ja, dann arm in Dreier beim Weh fahren will, brauche ich nur eins und eins zusammenrechnen. Ja. Also, entweder wir reißen uns alle zusammen, jeder, und wir brauchen alle nur mehr ein Zehntel von dem, was wir bis jetzt verbraucht haben, oder Alternative, wir müssen schauen, dass wir 90% von den anderen, dass wir die halt, dass wir da mal wieder, dass da eine kleine Korrektur wieder gibt. Ja. Das sind nicht keine schönen Aussichten, das ist ganz klar. Beides nehme ich nicht interessanterweise. Ja, gut, dass man 90% von den anderen, dass man die halt, dass man da mal, dass man die, also damit kann man leben. Immer vorausgesetzt, man gehört zu den anderen 10% zu. Das ist ganz klar. Aber davon können wir hierzulande natürlich ausgehen, mit den Strukturen und den Ressourcen, die wir da haben. Ja. Jetzt ganz ehrlich, ja. Wie soll denn das gehen? Wie sollen wir mit 10% von unserem Verbrauch auskommen? Ja? Sollen wir das auf die Bahn legen? Wie soll das gehen? Ja? Sollen wir jetzt so weit kommen, dass wir unsere Nachtskipisten nicht mehr künstlich beschneien dürfen? Soll es so weit kommen? Jetzt würde meine von mir so geliebte Frau sicher zu mir sagen, du kannst nur schwarz-weiß denken. Ich weiß nicht, du bist immer so pessimistisch, du kannst nur schwarz-weiß. Ja? Es gibt auch Grauzonen, ja? Ein Mittelmaß. Klar, Mittelmaß gibt es, keine Frage. Ja?
Wir können sagen, okay, pass auf, folgendes, wir reißen uns freiwillig zusammen und auch jeder von uns verblasst ab jetzt einmal die Hälfte von dem, was er bis jetzt verblasen hat, und dafür müssen wir nur 50% von den anderen, dass man die halt, dass man also vorzugsweise die in der dritten Welt, weil die haben ja eh kein schönes Leben eigentlich. Ja, na, denen geholfen wir auch irgendwo, nicht, wenn man das würde den Hunger in der dritten Welt bekämpfen, sagen wir es doch ganz ehrlich, ja, wenn man die ein bisschen, dass wir die verheizen. Also jetzt nicht verheizen, sinnlos verheizen, weil das ist nicht nachhaltig. Man könnte sie in kalorischen Menschenkraftwerken verbrennen, ja, und damit Strom für uns erzeugen. Das wäre nachhaltig, weil die wachsen ja noch, die ficken ja wie die Kanickel, das sind ja, das ist CO2-neutral, das ist ja alles Biomasse. Ja. Und wir könnten uns sogar hierzulande als Gutmenschen profilieren. Indem ich halt ab und zu so eine alte Glühbirne durch ein LED-Lamperl ersetze, ja, und sage, schaut's, jetzt habe ich einen Neger wie das Leben gerettet, mein LED-Lamperl. Wegen mir braucht es ihn nicht da zu hinten, ich habe das LED-Lamperl. Ja. Das kann man jetzt auch als geschmacklos empfinden, was ich gerade sage. Natürlich. Meine, wie kann man denn davon ausgehen, dass unser Wohlstand aus brennenden Körpern in der dritten Welt stammen sollte? Ja. Also ganz ehrlich, von was redet man gerade? Sollen wir vielleicht hergehen? Sollen wir unsere schöne Natur hier, diese wunderbare Gegend? Weil keiner von uns kann was dafür, dass ich da auf die Welt gekommen bin. Hat das wer ausgesucht von innen? Nein. Also sollen wir hergehen, sollen wir diese wunderbare Natur, diese wunderbare Gegend, diese Landschaft mit hässlichen Menschenkraftwerken verschandeln? Da gibt es sicher Widerstand von Umweltschutzorganisationen, von Bürgerinitiativen, baut es woanders, warum, wir haben eh nichts dagegen, aber warum bei uns, wie es bei den Windkraftwerken ist? Nein, ich habe eh nichts gegen Windkraft, aber warum gerade da? Da passt es wirklich nicht her. Ha? Da gibt es Widerstand in der Bevölkerung gegen Menschenkraftwerke. Erst dann, wenn dann irgendwann einmal die prämortale Verbrennung von lästigen Verwandten, von reichen Erbtanten, von unnötigen Pflegefällen, wo wir eh bald nicht mehr wissen werden, wohin damit, von nicht systemtreuen Gesellen, auch hierzulande wieder mal geltendes Recht werde, könnten wir eine ganz, ganz breite Zustimmung für Menschenkraftwerke bekommen. Ja? Und dann wäre die dritte Welt entlastet und dann rasen wir in den Nachbarwerken ein so großes Problem mehr. Man müsste ihm nur beweisen, dass er Antisemit ist oder Kinderschänder oder ein Waffennarr. Wobei man muss gar nicht beweisen, man muss nur mal behaupten, ja, und auf Facebook posten. Geben Sie mir da recht bei dem, was ich sage. Nein, da kann man nicht recht geben. Nein, also wir natürlich, wir würden so etwas niemals gutheißen. Wir nicht, aber diese anderen, die nicht so denken wie wir, nur die schon. Und das ist der Grund, warum wir diese anderen da nicht wollen. Was wir schon wollen, ist das, was die anderen haben. Das wollen wir gefälligst auch haben. Nur wollen es wir halt anders haben. Wir wollen es nachhaltig, wir wollen es öko, wir wollen es bio, grün gewaschen, aber haben wollen wir es. Weil wir schon auf was verzichten. Was wir zum Beispiel nicht wollen, sind diese Nespresso-Maschinen mit diesen Aluminium-Nespresso- Tabs da drinnen. Kennen Sie diesen Scheißdreck, diesen unglaublichen, ja? Wer will denn das von Ihnen? Wer hat denn sowas? Na, keiner natürlich. Nein, das kommt ja nicht ins Haus, bitte. Müllerzeugungsmaschine, ja. Was wir dagegen wollen, sind diese biologisch abbaubaren Nespresso-Tabs. Die gibt's. Bioplastik, das kann man am Kompost hauen. Drauf ist schon eine Aluminiumfolie, so eine Zellulose ist da drauf. Das verrottet alles. Die Zellulose macht so die Brüheinheit der Maschine noch ca. 100 Kaffees kaputt. Was wurscht ist, weil die sind ja eh schon so billig. Das ist egal. Und deswegen glauben wir, sind wir die Guten, weil über die Biotabs. Die sind abbaubar. Die sind alles ganz am Kompost haben. Sind wir deswegen die Guten? Nein. Weil plötzlich gibt es ein Produkt, was vorher kein Mensch auf diesem Planeten gebraucht hat. Es wird wieder etwas produziert. Und das ist das Dilemma. Wir haben Ressourcen zur Verfügung. Und was machen wir als Menschen? Wir gehen her und verwandeln Ressourcen in Konsumgüter. Mache länger, mache halt kürzer. Also elektronische so Industriegerümpel hält halt weniger lang wie ein Haus oder ein Auto. Ja. Aber letztendlich landet alles, was wir benutzen, am Müll. Das geht aber nur deswegen,
wenn wir das Erdöl zur Verfügung haben, diese fremde Energie. Sonst würde das nie gehen. Weil bis jetzt war in der Welt, wie sie ist, war der Mensch immer darauf angewiesen, dass alles, was er macht, ja, er mit seiner Körperenergie macht. Mit dem, was er durch die Nahrung zuführt, kann er es bewältigen. Es geht nicht anders. Wenn ich eine warme Hütte möchte, muss ich vorher in den Wald gehen mit meiner Körperenergie, am Baum fällen, ich muss ihn zerhacken, dann habe ich es warm. Bei uns ist alles anders plötzlich. Bei uns ist alles anders. Ja. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ja gut. Das ist eine technische Entwicklung, man kann den Fortschritt nicht aufhalten. Ja? Das stimmt möglicherweise, ja? Dass man ihn nicht aufhalten kann, den Fortschritt. Ja? Was uns nur nicht gelungen ist, dass wir uns als Mensch, das, was wir sehen, als Wesen, was aus Eigennutz handelt, was nach Glück strebt, ja? Als Wesen, das Energie sparen möchte. Jeder Mensch möchte Energie sparen, nämlich eigene Körperenergie. Darum fahren wir ja mit dem Auto. Weil da ein System in uns sagt, hey, ich spare Energie, Autofahren ist geil. Aber das Hirn sagt, hey, Autofahren ist scheiße in der Stadt, das ist vollkommen Blödsinn, das ist vollkommen sinnlos. Sagt irgendein System in mir, nein, eigentlich ist es super, weil ich spare Energie. Steht der Schwanz, steht das Hirn, das ist noch immer dasselbe Thema. Okay? Da ist irgendetwas, was in uns Energie verrechnet. Das hat nichts mit der Energie von außen zu tun, das ist unsere Energie. Ja? Das ist das, was in uns drinnen ist. Das ist der Raubaffe. Das ist der Raubaffe in mir. Das ist der Neandertaler. Wir sind nicht so weit weg vom Neandertaler, wie wir glauben. Wir glauben immer, ja, wir sind jetzt ganz anders. Wir sind ganz anders entwickelt. Es ist ja alles anders. Wir schauen ja anders aus. Ja. Aber das, was wir sind, ist im Prinzip noch immer das Gleiche. Und wie sollen wir da mit dieser Entwicklung mithalten? Es geht gar nicht. Ja. Und es steht dieser Raubaffe in mir, nach dem Duschen vom Spiegel, dann schaue ich mich in den Spiegel und sage zu mir, Alter, du bist eine fette Sau, du musst weniger fressen. Ja? Ja, das ist ja Wahnsinn. Schau mir aber auch schon aus, ich muss mich mehr bewegen, ich muss weniger fressen. Diät! Diät, Diät, Diät. Und mit diesem Mantra im Kopf, im Hirn, ich muss weniger fressen, ich muss weniger fressen, ich muss weniger fressen, ich muss weniger fressen, gehe ich schnurstracks in die Küche. Und dort übernimmt dann der Neandertaler in mir das Kommando. Das ist der Neandertaler, dem scheißegal ist, wenn die Neger wo verhungern. Das ist der Neandertaler, dem scheißegal ist, wenn Abgas irgendwo hinten rausgeblasen werden. Der Neandertaler ist es. Der übernimmt das Kommando, der macht die Süßigkeitenlade auf. Ja. Holt sich Baumstämme aus, ja, Trauben, Nuss. Macht sich einen halben Liter Almdudler Weiß und setzt sie vom Fernseher. Und jetzt stellt sich die Frage, warum macht der das? Weil der blöd ist, dieser Schweinehund in mir, dieser Raubaffe? Nein, eben nicht. Der ist nicht blöd. Der weiß, dass er als Leben das Leben will, inmitten von anderem Leben, das eben auch leben will, um zu überleben, Energie zuführen muss. Sonst war es es. Damit ich mich am nächsten Tag 20 Kilometer zu Fuß bewegen kann, beim Jagen und beim Sammeln. Was er nicht weiß, der Neandertaler in mir, ist, dass ich mich am nächsten Tag keine 20 Kilometer zu Fuß bewegen werde. Das ist an ihm vorübergegangen, diese Entwicklung. Weil so eine blade, untrainierte Sau keine 20 Kilometer zu Fuß bewegen kann. Das Einzige, was ich morgen bewegen wird, ist meine Gehprothese, mein Automobil, das mich zum Arbeitsplatz bringen wird, den Arbeitsplatz, den ich will. Warum will ich den? Weil ich ihn wollen soll. Weil ich es gelernt habe, dass man einen Arbeitsplatz braucht. Ich war heute, jetzt fällt es mir gerade ein, war, bevor ich da hergekommen bin, war ich bei Puls 4 aufzeichnen, ein Pro und Contra, was dann irgendwann auf die Nacht im TV laufen wird, Voraufzeichnung. Und da ist es gegangen um Zusammenhang und Unabhängigkeit von Politik und Medien. Und es war der Chefredakteur von heute war anwesend. Und aus diesem Grund habe ich mir halt heute in der U-Bahn haben wir auch heute gefunden, dass ich da was, über was redet er überhaupt, da muss man sich mal durchblättern. Ja? Und das ist ein ganz kleiner, ganz, ganz kleiner Artikel war da drinnen. Da ist gestanden, wortwörtlich stimmt das wahrscheinlich nicht, aber Sie können es wahrscheinlich online auch nachlesen, da steht es wahrscheinlich eher ähnlich drinnen. Ja. Der griechische Finanzminister Varoufakis, ja, macht Urlaub. Alle anderen arbeiten und der macht Urlaub. Das ist unser Weltbild.
dass wenn einer Urlaub macht, das kann man einen Urlaub machen erst. Aber ich frage Sie, besteht nicht die Möglichkeit, ja, dass es vollkommen sinnvoll ist, jetzt einmal Urlaub zu machen, sich irgendwo ruhig hinzusetzen, ja, und einmal nachzudenken? Na, das will ich arbeiten, nur die anderen auch. Das ist unser Weltbild. Und darum sind wir froh, dass wir mit unserem Auto zum Arbeitsplatz fahren dürfen, weil wir diese Idee, wir brauchen einen Arbeitsplatz im Kopf haben. Ja? Weil ich den Arbeitsplatz ja auch mittlerweile brauche, muss man fairerweise sagen, um das Auto zu bezahlen, ja, das mich dann zum Arbeitsplatz bringt. Das ist alternativlos. Was nicht stimmt. Ja? Es gibt schon eine Alternative, natürlich. Ja. Es gibt immer Alternative. Ja? Weil der Neanderthaler in mir, der will ja jetzt nicht nur fressen. Der will auch einfach sich vermehren, der möchte seine Gene weitergeben. Das ist, was jedes lebende System eigentlich möchte. Ja? Das heißt, es gibt auch zu dem zur Küche gehen und dann fressen eine Alternative. Ja. Das kann ich beeinflussen. Ja. Dann gehe ich halt eben nicht in die Küche, sondern gehe pudelnockert, wie ich bin, ins Schlafzimmer und sage zu meiner Frau, Mama, er wird den Tag lang durchpudert. Und meine Frau wird sagen, nein. Vor so einer Plattensau graust man. Dann werde ich sagen, okay, dann tue ich trotzdem die Locken mit, glaube ich, damit mir nicht graus. Ja, zieh es nach dem da ein bisschen in die Höhe und dann werden wir jetzt einen oben holen. Meine Frau wird sagen, wozu? Die wird sagen, was, wozu? Weil ich das Verlangen habe, hier abzuspritzen, ganz normal. Ja. Und meine Frau wird sagen, da am Teppich. Mit was kriege ich das weg? Die wird sagen, okay. Dann spritzt er den Bauch oder spritzt er ins Gesicht. Die ersten verlassen bereits den Saal, klar. Ja. Und meine Frau wird sagen, magst du nicht lieber so Süßigkeitenladen schauen? Der Raschierkeks habe ich gekauft. Der Raschierkeks ist eine saubere Alternative zum schmutzigen Sex, keine Frage. Ganz saubere Alternative. Und da hat das Lockenwickler-Monster schon recht, also das macht man nicht am Bauch spritzen, das gehört ja nicht. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich da ein Moralapostel oder so, aber das macht man ganz einfach nicht, sowas. Ja? Deine Frau, die sich freiwillig in ihr Gesicht spritzen lässt, das ist ja nichts anderes wie eine primitive Nutenschlampe. Ja? Und ich habe solche Frauen gesehen, im Internet, am Arbeitsplatz. zu Hause darf ich nicht, weil da schlagt es mir uns mit der Wisch bei der Foodseite. Außer wenn sie ihre Pulver genommen hat. Sie hat sie mit den Nerven, ihre Xanoa oder so, dann schläft sie sehr tief und fest und dann setzt sie mich um 3 in der Früh zum Computer mit einem Sackerl Draschekekse, einem halben Liter Almdudler Weiß und spritze nicht auf den Teppich, weil der muss eben unbefleckt bleiben mit der Mutter Gottes. Nein, ich spritze in ein Taschentuch. Ja. Habe jetzt irgendjemand seinen Gefühlen verletzt? Ja, ein bisschen schon. Ja. Und da ist wieder die Frage dann zu klären, woher kommen jetzt diese negativen Gefühle? Ja. Wer hat wann und wo von welcher Zitrone geschleckt, dass wir deswegen in mir fast religiöse Gefühle entstehen? Ja. Und es ist wichtig, auch, glaube ich, zu verstehen, dass wir in einem System leben, in einer Wirklichkeit, die eigentlich darauf basiert. Ich glaube, unsere ganze Gesellschaft hat keine leichte Aufgabe. Das muss also fairerweise sagen, es ist nicht so, dass wir das käme jetzt alles, wir ändern das und alles ist anders. So leicht geht das nicht. Das ist eine schwierige Aufgabe. Sie muss eigentlich um das Friedenswillen den Willen der einzelnen Mitglieder auf irgendeine Art und Weise brechen. Aber so, dass es die natürlich nicht bemerken. Dass wir irgendwann einmal genau das wollen, was wir wollen sollen, aber dabei immer überzeugt sind, dass ich das will. Wer will da wissen, was ich will, bitte? Das weiß ich doch, was ich will. Ich habe immer schon gewusst, dass ich ein iPhone 6 will. Vor 30 habe ich schon gesagt, wann einmal ein iPhone 6 kommt, das will ich. Hat mir keiner eingekriegt. Und damit das funktioniert, muss es oft eine Ideologie geben, muss etwas geben, was ungehorsam zur Sünde erklärt.
Ja, zur Sünde gegen die Gesellschaft, gegen den Staat, gegen die Moral, gegen das gute Benehmen, das gehört sich nicht. Ja, und am besten natürlich gegen Gott. Ja. Ja, und jeder, der ungehorsam ist, den bestraft natürlich das Schicksal. Nein, den bestraft nicht das Schicksal, den bestrafen dann letztendlich wir. Ja, wir, die wir alle das wollen, was wir wollen sollen. Und je nachdem, in welchen Rahmenbedingungen wir aufwachsen, wie unser Gehirn konditioniert wird, ja, agieren wir letztendlich. Wenn Gefühle entstehen, sonst nicht. Man ist jetzt fragt, was sehen Sie eigentlich da jetzt? Was steht hier? Und spricht bei Ihnen, was ist das? Wer ist das? Was ist das? Können Sie es beantworten, die Frage? Ist schwer. Ein Mensch, okay, gut. Geht's mir genauer? Ein Neandertaler. Okay. Okay. Jetzt versuchen Sie nicht, über Denken irgendetwas zu konstruieren, was ich jetzt hören möchte. Sondern ich habe eine einfache Frage gestellt. Was sehen Sie hier? Wer steht hier? Wenn ich jetzt nicht vorher Sie vorbereitet hätte, Ihr Gehirn, hätten Sie ganz klar gesagt, wer da steht. Ich frage Sie, steht hier der Andreas Witasek? Nein. Steht hier der Wissenschaftsminister Mitterlehner? Steht hier der Roland Thüringer? Ja, war das schwer? Und die Frage ist aber, warum sehen Sie jetzt den Roland Thüringer? Das müssen wir klären. Weil das, was Sie jetzt sehen, ist nichts anderes als eine Fläche. Das ist das, was Ihr Auge in Ihr Gehirn liefert. Sie sehen eine Fläche mit unterschiedlichen Formen und unterschiedlichen Strukturen. Nachdem Sie aber eben nicht alleine da sind, sondern was von zu Hause mitgebracht haben, nämlich Ihre Erfahrungen, Ihr angelerntes Wissen, Ihre Konditionierung, Ihr Ich, genau deswegen sehen Sie den Roland Thüringer, weil Ihr Gehirn hat es irgendwann einmal gelernt, dass das, was hier jetzt steht, vor Ihnen und spricht, der Roland Thüringer ist. Und Sie jetzt Ihr Gehirn an das Gelernte gerade erinnert. Und das ist der Rahmen, in dem Sie mein Denken auch bewegen kann. Also jedes Mal, wenn ich glaube, ich habe es verstanden, habe ich es eigentlich nur wiedererkannt. Aber als ich gesagt habe, hier steht ein Mensch, das klingt gut. Wäre mir persönlich jetzt aber zu wenig. Ja? Hier steht ganz einfach nur das Zentrum des Universums. Es macht auch keinen Sinn, wenn ich was Gescheites sage, dass ich dann blöd lachen. Das bringt gar nichts. Ja? Das heißt ja nicht, dass ich hier im Hörsaal der Universität rein mathematisch genau hier vor diesem Pult das Zentrum des Universums befindet und ich stehe zufällig drin und Sie sind knapp daneben. Wobei knapp daneben ist auch vorbei, das ist für gar nichts. Ja? Aber jetzt ganz ehrlich, von wo aus soll man die Welt wahrnehmen, außer aus seiner Sicht? Mit dem, was mir meine Sinne liefern und dann letztendlich mein konditioniertes Gehirn daraus hochrechnet. Ja? Und das ist es eigentlich, was vieles, was lebt, macht. Jetzt muss ich Sie was fragen. War irgendjemand, ich höre gleich auf, ja, war irgendjemand von Ihnen schon mal bei der Dunkelfeldmikroskopie? Hat jemand von Ihnen sein Blut im Dunkelfeld beobachtet schon jemals? Hat das wer gemacht? Wenige, okay. Ich würde das jedem empfehlen. Nicht jetzt um gesund zu werden oder so, oder was medizinisch zu überprüfen, sondern einfach nur dieses Erlebnis zu haben. Ja. Um es kurz zu erklären, was irgendjemand nicht, was ein Dunkelfeldmikroskop macht? Okay, dann muss ich es erklären. Ja. Das ist ein ganz spezielles Mikroskop, das hat ein Prisma, wird seitlich beleuchtet, dann kommt so eine ölige Flüssigkeit drüber, dann wird ein Bluttropfen da angenommen, den legt man da drauf. Und durch dieses Prisma, durch diese Brechung des Lichts, werden Dinge sichtbar, die man normalerweise nicht sieht mit dem freien Auge. Das ist ein ähnlicher Effekt, wenn man sie daheim vollkommen hysterisch zusammengekannt haben. Sie haben zusammengewischt, sie haben putzt, blitzeblank ist alles, ja fein, vollkommen erotisch gewischt und plötzlich ein Sonnenstrahl durchs Fenster. Kennt man das? Ja, und dann fliegt der ganze Luch, die Flanke, das fliegt alles übereinander, das darf nicht, weiß ich, überall sauber, noch da fliegt der Dreck. Das ist auch wieder eine falsche Wahrnehmung der Realität, weil der Dreck ist überall. Nur erst in diesem Lichtstrahl wieder sichtbar. Ja. Und genau das macht das Mikroskop. Und ich habe mir Blut nehmen lassen beim Kinesiologen, habe das angeschaut und ich war fassungslos. Ich habe endlich das Leben gesehen. Ich habe das Leben in mir gesehen. Du siehst die roten Blutkörperchen umeinander schwimmen, ja, dazwischen so einen kleinen, bladen, weißen Plumperquatsch, ja,
ein weißes Blutkörperchen, kleine weiße Punkte, die ganz aufgeregt umeinander rennen. Das lebt da, das ist ein Universum. Ja, das rennt umeinander, ja. Das ist mein Immunsystem. Das Immunsystem bei der Arbeit habe ich beobachten dürfen. Und plötzlich habe ich das Glück, in meinem Bluttropfen zwei Kokken zu sehen, zwei Streptokokken, die da nicht reinkehren. Das sind so kreisförmige Bakterien, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, wie es jetzt ausschaut, was es jetzt genau ist. Ich sage jetzt einmal, es sind ein paar Streptokokken, ja, die schon ineinander eingehängt waren, so da haben, wie man es dazugehören. Und man hat richtig gesehen, wie die verzweifelt versuchen, sich zwischen den roten Blutkörperchen zu verstecken. Das ist Bewusstsein, was in mir ist. Ja? Aber es geht halt bei meinem Immunsystem nicht, weil meins arbeitet gut. Die haben das sofort gesehen. Haben praktisch nach dem weißen Blutkörperchen geschrieben und gesagt, geh, Blatter, komm um. Ja. Das weiße Blutkörperchen ist dann wirklich auf die zugeschwungen, auf die zwei Streptokokken, die bereits umzingelt waren vom Immunsystem, hat sie auf die draufgehauen und hat sie vor meinem eigenen Auge zusammengefressen. Das heißt, offenbar muss in mir etwas sterben, um zu überleben. Und diese Tatsache hat jetzt nicht mein Weltbild, ja, aber mein Selbstbild hat es vollkommen auf den Kopf gestellt. Weil das, was hier jetzt steht, ist keine objektive Tatsache. Ja. Das, was hier steht, ist eigentlich ein in Bewegung befindlicher Prozess. Ja? Wir alle sind ein dynamisches Gefüge von Beziehungen. Und das ist es, was Leben ist, glaube ich. Leben ist Beziehung. Ja? Leben ist Kooperation. Ja? Leben ist niemals Konkurrenz. Ja? Das würde niemals funktionieren. Und hat irgendjemand von Angst, dass er eines Tages sein Leben verlieren könnte? Lebt jemand mit dieser Angst? Ja? Ich kann Ihnen die Angst nehmen. Es geht gar nicht. Sie können das Leben nicht verlieren. Ja? Es geht gar nicht. Da werden Sie einen Zauberkünstler, was Sie zusammenbringen. Ja? Das würde bedeuten, dass ich eines Tages mein Leben verliere und ich ärgere mich darüber, dass es weg ist. Jetzt ist das Leben weg, ich habe es verloren. Ja? Das geht deswegen nicht, weil wir kein Leben haben. Nur in unserer Wirklichkeit. Ja, da haben wir ein Leben. Das ist aber nur die Lebensgeschichte. Ja? Wir sind ein Leben. Vielleicht sind wir ewiges. Aber das ist nicht bewiesen, es ist auch scheißegal. Ja? Weil entweder es ist nach unserem Tod etwas, ja, oder es ist nichts. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ja? Wenn nichts ist, ist nichts. Und von nichts brauche ich mich nicht fürchten, weil es ist nichts. Ja? Oder es spielt sich auch in einer Art und Weise, wie wir es uns jetzt nicht vorstellen können, in einer Dimension. Ja? Es wird wurscht sein. Nicht? Man denkt über das Leben nach dem Tod nach natürlich. Ja, so eine Idee im Kopf. Ja, gibt Menschen, die befassen sich wirklich damit, die befassen sich mehr mit dem Leben nach dem Tod als mit dem Leben vor dem Tod. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Alles ist möglich. Ja, und das ist wichtig, dass alles immer nur eine Möglichkeit ist. Ja, dass wir uns davon lösen müssen, dass es in dem Universum eine objektive Tatsache gibt. Es ist immer alles nur eine Möglichkeit. Und wenn Sie im Kopf haben, dass natürlich das Hildegard von Bingen Müsli viel gesünder ist als eine depperte Tiefkühlpizza, das weiß doch jeder, dann reden wir über das Was, aber nicht über das Wie. Weil jetzt eine Pizza Siciliana, ein kleines Stück, ja, in Ruhe gegessen, alleine, ohne zu tratschen, ohne zu fernsehen, ohne zu spazieren zu gehen, also Pizza to go, ja, in aller Ruhe, gut gekaut, ja, ist tausendmal gesünder als ein deppertes Hildegard von Bingen Früchtemüsli in der Früh schnell so runtergewirkt. Das ist scheiße. Ja. Ja. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Wahrscheinlich nicht. Jetzt muss ich nur, weil ich gebeten wurde, etwas zu sagen wegen der ÖH-Wahl. Ja, dass es eben die Möglichkeit gibt, dann zu wählen. Ich würde mir an Ihrer Stelle einfach mal anschauen, was für eine Wahl habe ich. Ja, wenn ich merke, es gäbe für mich da eine Wahl, dann ist es sinnvoll, wo zu wählen. Ja, wenn ich merke, es gibt keine Wahl, dann braucht man nicht wählen. Also, ich probiere es so zu erklären, wenn ich Milchallergiker bin und ich gehe in eine Milchbar und überlege mir dann, von welchem Milchshake bekomme ich den geringsten Ausschlag, dann ist es besser, nicht in die Milchbar zu gehen. Ja? Dankeschön, Wiederschauen. Danke.